Ich mag diesen Kampf nicht. Sie ist die Puppe? Okay. Eine ist nämlich eine Puppe und die andere ist lebendig. Oder Geist. Und komm her. Na komm. Put, 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 put. Scheiße. Na, woher kommt sie? Da. Na, wer bist du von beiden? Ich hänge leider in der Ecke hier fest. Du bist die Puppe. Guten Tag. Juhu. Na, wer von beiden bist du? Die Puppe. Ich kann selber Momente hinkriegen, auch nicht tragisch. Können wir einrichten, dass ich dich töte? Komm, wo seid ihr? Mia. Ja, in dich mitten reingelaufen. Wie komme ich an so viel Medizin? Du warst die Puppe, deswegen konnte ich an dir auch nicht vorbei. Hm, gleich beide. Kriege ich euch denn auf dem Foto? Das ist sehr schön, dass ihr für mich beide postet. Na kommt noch ein Stückchen näher. Na kommt. Dankeschön. Scheiße. Ja. Vielen herzlichen Dank. Das ist wieder ihr beide. Oh cool, du bist die, der ich schon mehr weggenommen habe. Ach komm, greif an. Ich kann gleich nicht mehr nach hinten. Ja. Danke, blöde Kuh. Ja, willst du mitmachen? Ich darf meinen Mirrorstone nicht verlieren. Es wäre so ein perfekter Schuss gewesen. Wäre die blöde Kuh nicht dazwischen gekommen. Na kommt, wo seid ihr? Doch bestimmt irgendwo in der Wand.
Guten Tag. Du bist die Puppe. Wo ist deine Schwester? Da bist du ja. Komm aus der Wand raus. Na komm. Greif an, komm. Dann mache ich halt so. 9. Es ist schön, dass du mich nicht umbringen willst. Wo seid ihr beiden? Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Mädels. Ihr lasst euch aber Zeit. Jetzt kommt raus. Nein. Oh ja. Mache ich gerne. Na, guck mal. Deine Schwester kommt auch gleich an. Ist auch noch die, die ich fast erledigt habe. Ey, diesen Arschloch-Move müssen wir jetzt nicht schon einfügen. Ja. Das können wir aber einrichten, dass ich dich gleich umlege. Lasse euch. Wo versteckst du dich? In der Wand. Komm raus, komm raus. Falsche Taste. Kommst du da mal bitte raus? Hm, da bist du. Da seid ihr. Ich habe ja nur die Puppe erwischt. Ja. Ach, ihr seid solche blöden Kühe. Ihr kommt raus. Da ist eine. Na, welche von beiden bist du? Die richtige. Wenigstens etwas. Dann habe ich jetzt Ruhe. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch nur eine töten. Da hakte das Spiel. Juhu, ich freue mich schon auf 4. Ja. Ich weiß, ich sehe es schon, nur die Kamera noch nicht. Ja, ich weiß, wo das ist. Dollmaker Note 3. Arcana hat den Mechanismus, um zum Durchgang zu kommen, beschädigt und nahm einige Teile der Puppe mit. Ich muss die Zwillingspuppe wieder in ihren normalen Zustand restaurieren und die besessene
Puppe von Asami in den werfen, um den Geist zurück in die Hölle zu schicken. Aber dieser Weg ist der. Nein, aber dieser Durchgang ist der einzige Weg zum. Ja. Ja, was? Nein. Ich dachte, jetzt kommen wir ja da nicht durch. Ich glaube, ich hätte gekotzt. Jupp, jetzt ist es offen. Sieben haben wir noch nicht. Gucken wir uns jetzt auch an. Irgendjemand, der sich im Schrank versteckt. Nee, können wir da drin lassen erstmal. So, wir kehren eben einmal um. Obwohl, war hier nicht auch? Hier drin? Nope. Den Speicher suche ich. War mir nicht mehr sicher. Will dem Spiel aber auch nichts vorweggreifen, sonst gibt's wieder den mahnenden Geisterfinger. Wir können direkt hier reingehen. Juhu, er öffnet die Tür. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier rein. Puppenhersteller Notiz 4. Ich sah Asami, auch wenn sie im Hm sein sollte. Sie fragte mich, ob ich die Asami-Puppe töten könnte. Ich habe einen schlimmen Fehler begangen. Aber zumindest wurden die Zwillinge eins. Es war ein Fehler, diese Puppe herzustellen. Ich denke, Asami versuchte mir zu sagen, wo der Kopf und die Hände der Puppe sich befinden. Sie sind versteckt in Boxen, irgendwo im Haus verteilt. In Dolomit. Richten wir ein. Okay, Asami? Richten wir ein.
ghost. I must kill it. If it looks like my child, I must kill it. The arms and head, eyes. Where did you hide them? Ja, wo hast du sie versteckt? Okay. Kisten, wo die im Haus verteilt sind. Zwei beziehungsweise drei weiß ich gerade auswendig. Glaube ich. Yeah, seems to be held shut. I know, thanks. So, gehen wir erstmal den Weg, den wir kennen. Ich meine, ich kenne das Haus ja sowieso, aber gehen wir erstmal. Hier was? Nein. Ja, da wird's mir schon angezeigt. Guten Tag. Ich wusste es natürlich, wie gesagt. Noch eine Filmrolle. Fantastisch. Tun wir uns aber jetzt nicht an. Gleich erst. Hallo, Asami. Irgendwas, das aussieht wie ein menschlicher Kopf, liegt auf dem Boden, da wo das Mädchen gerade stand. Ja, so schön. Dollmaker Note 1. Akane wurde zu einer Verbliebenen, Hinterbliebenen. Um sie zu trösten, habe ich ihr eine Puppe gemacht, die genauso wie Asami aussah. Habe ich gerade Asami oder Akane gesagt? Akane ist eine Hinterbliebene. So, sie scheint emotionslos zu sein seit dem Tag des Rituals. Um die Puppe genauso wie Asami aussehen zu lassen, dass sie zusammen sein können, ich werde die Puppe genauso wie Asami aussehen lassen, so dass, wenn sie zusammen sind, niemand sie auseinanderhalten kann. Ja, wie Zwillinge halt. Einige sehen sich ähnlicher, andere nicht. Akane verlässt niemals Asamis Seite, nicht einmal für eine Sekunde. Und sie scheint ihr Dinge zuzuflüstern. Ich weiß nicht genau, was sie sagt, aber sie scheint langsam wieder sie selbst zu werden. Wenn wir nicht dieses Ritual hätten, wäre Asami kein Schmetterling geworden und Akane hätte ihren Geist nicht verloren. Jupp, genau. So, einen Teil haben wir.